Guten Morgen und ein herzliches Willkommen zum Webinar der Wirtelektronik ISOS. Mein Name ist Markus Eberle und ich moderiere das heutige Webinar. Wir freuen uns, dass wir heute Morgen wieder so viele Teilnehmer begrüßen dürfen. Unser heutiges Webinarthema ist: So können Sie auch Durchsteckbauteile im Reflow-Ofen verarbeiten. Ihr Referent ist Stefan Bächle, der als Field Application Engineer bei der Wirtelektronik ISOS tätig ist. Er wird das Webinar halten und auch im Anschluss Ihre Fragen beantworten. Ja, bevor wir jetzt noch mit unserer Präsentation schon starten, möchte ich Sie noch schnell darauf hinweisen, dass Sie während des Webinars heute stumm geschaltet sind. Das heißt, Sie können uns mündlich keine Fragen stellen. Dennoch haben Sie über die Chat-Funktion jederzeit die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen. Die im Chat gestellten Fragen werden dann im Anschluss an die Präsentation in einer Frage-Antwort-Runde beantwortet. Und falls Sie nach dem Webinar immer noch eine Frage offen haben, können Sie immer gerne eine E-Mail schreiben an webinarteam@we-online.com. Nach Beendigung des Webinars werden Sie zur Teilnahme an einer Feedback-Umfrage aufgefordert. Da freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn Sie sich die Zeit nehmen, diese auszufüllen und uns bei unseren Webinaren zu unterstützen. Ebenso bekommen Sie noch nach der Präsentation den Link zur Aufzeichnung sowie den Link zur Präsentation von uns zugesendet. So, nun übergebe ich aber an unseren Referenten Stefan und wünsche Ihnen ganz viel Spaß bei der Präsentation und dem Webinar. Ja, vielen Dank, lieber Markus, und herzlichen guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Stefan Bächle. Ich arbeite seit 2011 bei der Wirtelektronik und bin als Field Application Engineer beschäftigt für die elektromechanischen Bauelemente. Elektromechanik, Stecker, Schalter, Abstandshalter, das ist meine Welt. Und meine Kunden befinden sich in Bayern und im östlichen Baden-Württemberg. Heute habe ich ein Thema für Sie mitgebracht. Da geht es darum, dass ich auch Durchsteckbauteile im Reflow-Ofen verarbeiten kann. Ja, wie funktioniert das Ganze? Das erkläre ich Ihnen kurz in einer Präsentation. Sie wird ungefähr 30 Minuten dauern. Ich werde auch dann während der Präsentation meine Kamera ausschalten, damit Sie sich auf die Präsentation selbst konzentrieren können. Aber danach selbstverständlich zu unserer Fragerunde werde ich Sie wieder einschalten und dann können wir gerne gemeinsam Ihre aufgekommenen Fragen besprechen. Sie können sie auch ja gerne hier uns reingeben und danach werden wir sie im Anschluss dann beantworten. Gut, starten wir einfach mal los. Das Thema ist, wie gesagt, THR, Through-Hole Reflow. Also ich habe ein Durchsteckbauteil und möchte das im Reflow-Ofen verarbeiten. Es gibt auch noch einen anderen Ausdruck dafür, das nennt sich PIP, also Pin in Paste. Das bedeutet, dass mein Pin sich in der Lotpaste befindet, aber das weist auf genau das gleiche Verfahren hin, das Through-Hole Reflow-Verfahren. Through-Hole Reflow ist anwendbar natürlich in erster Linie für Steckverbinder, Schalter und Taster, aber natürlich auch für andere Bauelemente. Also es kommt nicht nur im Bereich der Steckverbinder vor, sondern kann natürlich auch 1:1 auf zum Beispiel passive Bauelemente, die eben noch mit Beinchen ausgestattet sind, übertragen werden. Starten wir einfach mal rein in die ganze Sache und schauen uns die Agenda für heute an. Erstmal, warum brauchen wir überhaupt THR? Der zweite Punkt ist, wie muss unser Produkt ausschauen, wenn ich es THR verarbeiten möchte. Der dritte Punkt sind dann Layout-Vorschläge und ich muss hier auch ja, meine Schablone etwas anders gestalten als bei einem SMT-Bauteil. Dazu mehr an Punkt 3. Dann schauen wir uns die einzelnen Prozesse der Verarbeitung an. Dann schauen wir uns die Qualitätsanforderungen an. Da gibt es die IPC A610, die diese ja, Lötanforderungen eben beschreibt. Und zum Schluss noch die Vorteile von THR und eine kleine Zusammenfassung. Wie besprochen, werde ich jetzt kurz meine Kamera ausschalten und wir starten direkt in die Thematik rein. So, da kann es direkt weitergehen. Warum brauchen wir eigentlich THR? Schauen wir uns mal die Leiterkarten an, als die ersten entstanden sind in den 50er Jahren. Das waren ja meistens so braune Leiterkarten mit sehr vielen Löchern drin und es gab ausschließlich Durchsteckbauteile, die dort verlötet wurden. Das Bauteil wurde von oben durch die Leiterkarte durchgesteckt, von unten verlötet und dann wurden eben ja die Schaltungen gezogen, Bauteile miteinander verbunden und so wurden die Leiterkarten in den 50er Jahren hergestellt. Das benötigt natürlich sehr viel Platz auf der Leiterkarte und die Karten waren auch entsprechend groß.
In den 80er Jahren kam mehr und mehr die Oberflächenmontage auf, also Surface Mount Technology. Bauteile, die auf der Oberfläche der Leiterkarte aufgeklebt werden, auf eine Lotpaste und dann durch einen Reflowofen geschoben werden und somit auf der Oberfläche dann verlötet. So, die Oberflächenverlötung hat viele Vorteile. Ich kann eine größere Packungsdichte auf meiner Leiterkarte hinbekommen. Ich kann mehrere Bauteile auf engem Raum platzieren, aber sie hat auch Nachteile. Wenn ich mir zum Beispiel bei Steckverbindern die Abzugskräfte und Einsteckkräfte anschaue, dann muss ich da schon darauf achten, dass die Stecker stabil auf der Leiterplatte montiert sind. Und das ist bei einem Oberflächenmontierungsverfahren, wenn Sie können sich vorstellen, Sie sind nur auf dem obersten Layer der Leiterkarte, da kann es natürlich zu Problemen führen, wenn Sie hohe Kräfte an dem Steckverbinder ansetzen. Deswegen wäre es besser, hier ein Bauteil zu haben, das durch die Leiterkarte durchgeht, das Durchsteckbeinchen hat, wegen der mechanischen Stabilität. Aber ich habe ja diese Oberflächenlötung. Ja, was ist die Lösung? Die Lösung ist in dem Fall THR, Through-Hole Reflow. Dass ich also Bauteile habe, die ich ebenso im Reflow-Ofen verarbeiten kann, damit spare ich mir den Arbeitsschritt der Wellenlötung. Und auf der anderen Seite trotzdem die mechanische Haltekraft habe durch die Durchsteckbeinchen, die meine Steckverbinder auf der Leiterkarte mitbringen. Das ist THR. Gut, wenn ich mir jetzt ein Durchsteckbauteil anschaue, dann kann ich das nicht ohne weiteres THR verarbeiten. Die Bauteile sind ausgelegt zur Wellenlötung, haben auch Kunststoffmaterialien, die nicht unbedingt für die hohen Temperaturen von 260 Grad, wie sie im Reflow-Ofen herrschen, ja, bestimmt sind. Deswegen müssen wir einige Dinge an unseren Bauteilen verändern, wenn sie THR-fähig sein sollen. Nämlich zum einen das Gehäuse, ich habe es gerade schon kurz angesprochen, die Kunststoffe sind hier ein Thema, aber auch wir müssen ein bisschen was an, ja, am Shape, an der Gehäuseform verändern, sehen wir auch gleich noch auf der nächsten Folie dann. Und auch die Anschlussterminals, also unsere Pins, die durch die Leiterkarte ragen, die müssen geringfügig anders ausschauen als bei einem Standard-THT-Bauteil, damit ich eine vernünftige THR-Lötung hinbekomme. Da haben wir mal zwei Beispiele. Das ist ein klassischer Terminalblock im Rastermaß 508, wie er auf sehr, sehr vielen Leiterkarten vorkommt. Und diesen Terminalblock möchte ich als THR-Bauteil haben, weil es der einzige Steckverbinder ist, der noch übrig ist und durchgesteckt werden muss. Und dann muss ich ihn entsprechend verändern, aus anderem Kunststoff zum Beispiel herstellen und auch die Form des Gehäuses leicht verändern. Wir sehen auf der linken Seite das THT-Bauteil und auf der rechten Seite das THR-Bauteil. Was muss ich denn an meinem Kunststoffgehäuse verändern? Ich muss mich zunächst für ein Kunststoffmaterial entscheiden, das die Temperaturen im Reflow-Ofen, nämlich 260 Grad, problemlos überstehen kann. Nicht jeder Kunststoff ist da dafür geeignet. Das Kunststoffmaterial ja muss für 260 Grad eben geeignet sein und muss eben auch im Reflow-Ofen bei 260 Grad noch funktionieren. Wir verwenden sehr gerne das LCP-Material, weil es zwar ein sehr teures Material, hat aber sehr viele Vorteile. Es hat eine hohe Temperaturstabilität, es hat den gleichen Ausdehnungskoeffizient wie unser FR4-Material, also das Material, welches sich in der Leiterplatte befindet. Und deswegen haben wir den großen Vorteil, wenn wir in den Ofen gehen, dass sich das Bauteil und die Leiterplatte gleichmäßig ausdehnen und auch wieder gleichmäßig zusammenziehen während des Abkühlungsvorgangs. Dadurch haben wir den Vorteil, dass sich hochpolige Steckverbinder nicht verbiegen oder verziehen können während dieses Lötvorgangs. Und LCP hat den Vorteil, es hat den MSL Level 1, Moisture Sensitivity Level, was bedeutet, es kann kaum Feuchtigkeit aufnehmen. Also Sie müssen auch diese LCP-Kunststoffe nicht irgendwo besonders lagern. Sie können sie bei Raumtemperatur lagern, sie nehmen keine Feuchtigkeit auf, sie müssen auch nicht getrocknet werden, bevor der eigentliche Lötvorgang stattfindet. Und sie können dann eben direkt mit verlötet werden. Es gibt auch noch andere Kunststoffe, die möglich sind als THR-Material, zum Beispiel Polyamide, PA9T, ist auch ein Hochtemperaturkunststoff. Aber hier müssen wir aufpassen, dass der Feuchtigkeitsgehalt nicht zu hoch ist. Polyamide haben die Eigenschaft, Feuchtigkeit aufzunehmen. Und wenn sie entsprechend feucht gelagert wurden, dann sollte man sie trocknen, bevor man sie in den Reflow-Ofen schiebt. Ansonsten hat man die Gefahr der Bubblebildung, was wir jetzt auf dem Bild hier sehr schön erkennen können. Diese kleinen Luftbläschen, die sich im Steckverbinder befinden, die rühren daher, dass Wasser im Stecker eingelagert war. Und nun bekommen wir im 260 Grad Reflow-Ofen ja einen Dampf aus diesem Wasser. Das Wasser möchte raus aus dem Steckverbinder und wirft dann diese Bläschen auf. Ist nicht sehr schön, ist auch nicht unbedingt gut für die Durchschlagsfestigkeit. Von dem her nicht so empfehlenswert. Also wenn Sie
Polyamide verwenden für THR-Lötung, dann bitte darauf achten, dass die entsprechend trocken gelagert wurden oder dann entsprechend rechtzeitig getrocknet wurden, bevor sie dann eben verarbeitet werden im Reflow-Ofen. Gut, jetzt haben wir gesagt, der Kunststoff, der ist verändert. Wir müssen aber noch mehr ändern an unserem Produkt. Wenn wir uns mal das Gehäuse unseres Produktes anschauen, dann sehen wir hier kleine Unterschiede, kleine Plastikteile, die sich unter dem Bauteil befinden, die sogenannten Standoffs. Diese Standoffs sind sehr wichtig. Die schaffen uns eine kleine Distanz zur Leiterplatte und die brauchen wir aus verschiedenen Gründen. Zum einen brauchen wir ja eine optische Inspektion, sprich wir müssen kontrollieren können, ob unser Lötergebnis gelungen ist oder nicht. Bei der THR-Lötung bildet sich auch oberhalb von der Leiterplatte direkt unterm Bauteil ein Lötmeniskus. Der muss eine gewisse Gradzahl aufweisen, also 270 oder 330 Grad, je nach Klasse, das sehen wir dann später. Und um diesen Meniskus kontrollieren zu können, brauche ich ja eine Möglichkeit, hier reinzuschauen. Und das kann ich nur, wenn das Bauteil nicht direkt auf der Leiterplatte aufliegt, sondern einen kleinen Abstand hat, eben diese kleinen Standoffs. Die sind in der Regel zwischen 0,3 und 0,5 mm hoch, um eben einen kleinen Abstand zur Leiterkarte zu generieren. Zusätzlich geben sie mir den Vorteil, dass die Luft unter meinem Bauteil zirkulieren kann. Und damit kann sich das Bauteil nicht verziehen, während es sich im Reflow-Ofen befindet. Und ich brauche ja auch etwas Lotpaste unterhalb von meinem Bauteil. Die Lotpaste muss ich hier aufbringen, wie bei der Oberflächenmontage auf. Die muss aufgerakelt werden und dadurch habe ich ein Lotdepot unter dem Bauteil. Und es wäre natürlich schlecht, wenn dieses Lotdepot direkt in den Kunststoff reindrückt. Deswegen brauchen wir hier auch diesen Abstand. Also unbedingt erforderlich mit Standoffs arbeiten bei THR-Lötungen. Hier sehen wir nochmal das Beispiel mit der Luft, die eben sich unter dem Bauteil bewegen muss. Besonders wichtig bei hochpoligen Steckverbindern. Sie können sich vorstellen, wenn Sie da einen Steckverbinder mit 10 Polen haben, der ist sehr, sehr lang und der kann sich natürlich sehr leicht verwinden. Aber wenn er überall zur gleichen Zeit die gleiche Temperatur bekommt, dann passiert das eben nicht und das Bauteil ist nach der Lötung noch einwandfrei und die Koplanarität des Bauteils stimmt. Deswegen, wenn wir die Standoffs haben, ist es eben auch möglich, sehr, sehr große Bauteile dann als THR-Bauteile zu verlöten. Das sind jetzt stromführende Bauteile, die bis zu 70, 80 Ampere geeignet sind, was Sie auf der rechten Seite sehen können. Und auch diese Bauteile weisen einen kleinen Standoff auf, um eben für unser Lotdepot unter dem Bauteil zu sorgen und eben auch um den Luftfluss zu gewährleisten. So, jetzt haben wir das Gehäuse unseres Bauteils verändert, aber es ist noch nicht ganz ausreichend. Wir müssen noch ein bisschen mehr verändern, um ein optimales THR-Bauteil zu haben. Nämlich, wir müssen an unserer Pinlänge noch ein bisschen arbeiten. Wenn Sie sich jetzt den Pin auf diesem Bild mal anschauen, dann wird Ihnen wahrscheinlich auffallen, der ist ein bisschen kurz. Ne? Also da habe ich die mechanische Stabilität von diesem Bauteil nicht unbedingt gegeben. Ja, die mechanische Stabilität ist nicht besonders groß hier. Und es gibt die DIN EN 61760-3 und die schreibt nun eben vor, dass der Pin mindestens 0,5 mm aus der Leiterkarte herausschauen soll. Und falls er dies nicht tut, ist der Designer selbst dafür verantwortlich, wie die optische Inspektion funktionieren kann. Damit ich eben eine optische Inspektion durchführen kann, sollte der Pin unten zur Leiterkarte eben rausschauen. Unter Umständen treffe ich dann die IPC A610 nicht, die nun eben ja, die Füllung und den Lötmeniskus fürs THR-Löten vorschreibt. Wie schaut es aus bei dieser IPC A610? Schauen wir doch mal kurz rein. Diese IPC A610 unterteilt die elektronischen Produkte in drei Klassen. Da gibt es die Klasse 1. Das sind eigentlich, ja, ich sag mal mehr Consumer-Bauteile oder Consumer-Baugruppen. General Electronic Products nennt sich das. Ja, keine besondere Anforderung an die Funktion. Das bedeutet, ich nehme mal ein Beispiel, ein Spielzeugauto, was vielleicht noch ein Polizeiauto, was vielleicht noch oben drauf ein Blaulicht hat. Und dieses Blaulicht hat eine LED und die LED funktioniert irgendwann nicht mehr. Dann ist das nicht dramatisch, weder für das Kind, wo er damit spielt, funktioniert halt einfach nicht, noch für sonst jemand. Das wären Class 1 Applikationen. Class 2 Applikationen sind elektronische Produkte mit erhöhten Anforderungen. Das bedeutet, das Produkt muss permanent funktionieren. Es darf also keinen Ausfall geben. Ja, sie sind nicht erwünscht, Ausfälle, aber wenn sie vorkommen, sind sie nicht kritisch. Das heißt also, da ist kein Mensch oder kein Leben in Gefahr, wenn die Baugruppe ausfällt. Und es gibt keine speziellen Umweltbedingungen. Hierunter fallen kleinere Industrieanwendungen, die eben keine besonders hohen Anforderungen nicht haben.
Und dann haben wir noch die Klasse 3, wo, denke ich, die meisten Kunden von uns ja mit behaftet sind, High Performance Electronics, das ja besonders auch im Luft- und Raumfahrtbereich oder in der Medizintechnik anzutreffen. Das sind Produkte, die einfach permanent funktionieren müssen und permanent funktionieren sollen. Wenn Unterbrechungen da sind, dann können die auch kritisch sein. Also Sie können sich vorstellen, wenn ein medizinisches Gerät ausfällt, dann kann das wirklich sehr kritisch sein für den Patienten, an den es angeschlossen ist, zum Beispiel. Ja, und es kann auch ja sehr spezielle Umweltbedingungen bei diesen Bauteilen geben. Und je nachdem, welche Klasse diese Baugruppen eingeteilt sind, müssen bestimmte Lotanforderungen erfüllt werden, wie wir später sehen können. Aber kommen wir nochmal zurück auf unsere Pins. Hier habe ich nochmal ein anderes Beispiel. Der Pin ist in diesem Fall zu lang. Und beim THR-Löten ist es besonders dramatisch, wenn der Pin zu lang ist, weil was kann passieren? Ich habe Lotpaste, die ich vorher in meinem, ja, in mein Loch in der Leiterkarte einbringe. Und wenn ich dann mein Bauteil platziere, dann, wenn der Pin zu lang ist, kann es passieren, dass dieser Lotball aus der Leiterkarte wieder rausgedrückt wird. Jetzt müssen wir uns anschauen, wie wir unser Layout gestalten müssen und auch unsere Schablone. Die muss ja etwas anders ausschauen als bei den oberflächenmontierten Bauteilen. Ich brauche ja mehr Lötdepot. Und dadurch, dass ich mehr Lötdepot brauche, muss ich auch auf der Oberfläche der Leiterkarte mehr Lotpaste aufbringen. Wie das Ganze funktioniert, das kann man berechnen. Diese Berechnungen möchte ich Ihnen jetzt gern zeigen. Aber ich werde auch nicht zu intensiv auf die Berechnungen eingehen, aus dem einfachen Grund, weil wir haben einen Lotpastenrechner, den wir Ihnen zur Verfügung stellen. Den können Sie auch zusammen mit dieser Präsentation herunterladen. Das steht Ihnen dann im Nachgang zur Verfügung. Und damit müssen Sie das nicht alles händisch ausrechnen. Und wir wollen ja auch keine Mathematikstunde heute machen, sondern ein bisschen was über die Technik von THR erzählen. Dennoch müssen wir als erstes mal schauen, dass wir ja das Volumen ausrechnen in unserem Loch in der Leiterkarte, in unserem VIA, wo dann später gefüllt werden muss mit unserer Lotpaste. Ja, und da gibt es eine Formel dazu. Pi mal Durchmesser, Höhe im Quadrat geteilt durch 4 mal eben diese Dicke der Leiterkarte, die Stärke der Leiterkarte. Damit kann ich das Volumen berechnen. Dann muss ich das Volumen meines Pins berechnen, weil den muss ich ja abziehen. Der Pin steht, der steckt ja später drin. Den muss ich abziehen von dem Volumen des Lochs, in dem der Pin steckt. Und da gibt es unterschiedliche Berechnungen für einen runden Pin. Radius mal ja, Leiterkartenstärke, noch relativ einfach. Aber für rechteckige Pins gibt es da noch eine Formel mit einer Wurzel mit dabei. Kann das Volumen eben auch berechnet werden anhand der, ja, Flächen, also anhand der Längen der Flächen A und B. Dann brauchen wir ja noch den sogenannten Meniskus. Und bei der THR-Lötung befindet der Meniskus sich im Gegensatz zur THT-Lötung, wo Sie, wenn Sie eine Wellenlötung machen, dann haben Sie ja den Meniskus immer unterhalb von der Leiterkarte. Und bei der THR-Lötung kann unten auch einer entstehen. Aber wichtig für die THR-Lötung ist nicht der untere Meniskus, sondern der obere. Der obere Meniskus muss sauber ausgefüllt sein und den muss ich nämlich auch berechnen. Und dazu gibt es die sogenannte Pappus-Galdin-Formel. Hier mal kurz gezeigt, wie es für runde Pins funktioniert. Da ist es einfach ja die Weite des Pins oder beziehungsweise die Fläche des Pins durch 2. Und für rechteckige Pins habe ich wieder die Formel mit der Wurzel und kann das Ganze entsprechend berechnen. Jetzt kommen wir zum Thema Schablone. Ich brauche hier eine etwas größere Schablonenöffnung oberhalb von meinem Bauteil, damit ich genügend Material habe, der Lotpaste, was sich in mein Loch begeben kann während des Rakelvorgangs, damit ich später auch genug habe, um mein Loch entsprechend zu füllen. Und dieses Volumen, das muss berechnet werden. Dazu brauche ich zweimal den Meniskus plus das Volumen des Leiterkartenlochs, also des Vias, was wir vorher ausgerechnet haben, abzüglich des Volumens des Pins, der steckt ja drin. Und das Ganze muss ich dann noch mal 2 multiplizieren. Warum muss ich das mal 2 multiplizieren? Das hat damit zu tun, dass die Lotpaste nicht zu 100% aus Zinn besteht, sondern eben nur zu 50%. Alles andere ist Flux, also. Und noch andere zusätzliche Additive, die sich in der Lotpaste befinden, aber nur 50% sind Zinn. Deswegen muss ich das Volumen der Lotpaste mal 2 berechnen. Und dann kann ich diese Öffnung der Schablone oben berechnen. Und einfach das Volumen der Lotpaste geteilt durch die Dicke unserer Schablone. Bei THR-Bauteilen empfehlen wir meist eine Schablonendicke von 150 Mikrometer. Das ist eigentlich immer recht optimal, um genügend Lotpaste einzubringen für die
THR-Lötung, damit sie sauber und glatt funktionieren kann. Wir sehen es auch auf dem rechten Bild. Ich brauche eben entsprechend genug Platz oben, damit ich genug Material aufbringen kann, um dann eben entsprechend das Loch zu füllen. Diese Öffnung kann man natürlich berechnen. Für die runde Öffnung wieder relativ einfach zu berechnen. Für eine rechteckige Öffnung etwas komplexer. Aber auch das ist kein Hexenwerk und keine Raketenwissenschaft. Das lässt sich mit diesen Formeln ohne weiteres berechnen. Die bekommen Sie natürlich auch mitsamt unserer Präsentation. Aber Sie müssen das nicht selber tun, weil es gibt von uns eine schöne Excel-Tabelle, wenn man so möchte. Das ist diese hier, unser Schablonenrechner. Alles, was Sie in Gelb sehen, können Sie hier eintragen, also Ihren Durchmesser vom Solderpad, den Durchmesser von Ihrem VIA, dann den Durchmesser vom Pin, die Leiterplattendicke, den passenden Reduktionsfaktor, also 0,5, weil wir ja gesagt haben, nur die Hälfte der Paste besteht aus Zinn. Und dann eben noch die Schablonendicke. Und wenn Sie das eingetragen haben, dann gibt er Ihnen entsprechend die Werte in Rot aus. Ganz eine einfache Geschichte. Wenn Sie einfach die Schablonenöffnung mal berechnen müssen, dann können Sie gerne diese Excel-Tabelle hernehmen und müssen diese ganzen Berechnungen, die wir uns vorher im Detail angeschaut haben, nicht extra durchführen. Schauen wir uns doch mal die klassischen Schablonenöffnungen an. Das sind klassische Schablonenöffnungen für THR-Lötungen. Die ersten beiden, die Sie sehen, sind entweder rund- oder eckige Standardöffnungen. Die Ecken sind jeweils abgerundet, damit beim Rakeln die Lotpaste an der Stelle nicht kleben bleibt. Das dritte Bild hier ist etwas größer gestaltet. Kleiner Moment, mal schauen, ob ich mit der Maus da hinkomme. Ja, jetzt kann man es sehen. Das dritte Bild hier ist dafür gedacht für Overprinting, wenn Sie also mehr Lotpaste benötigen. Wenn Sie zum Beispiel eine dickere Leiterkarte haben, dann ist das Loch ja etwas größer und dann müssen Sie etwas mehr Lotpaste aufbringen. Und dann müssen Sie oben entsprechend die Schablonenöffnung größer gestalten. Das funktioniert mit Überdrucken, wie das dritte Beispiel hier zeigt. Und auch wieder mit abgerundeten Ecken, damit die Lotpaste nicht am Rakel hängen bleibt. Dann gibt es spezielle Bauteile, die sehr filigran sind, wie zum Beispiel unser USB 3.1c Hybridbauteil. Die müssen von beiden Seiten gerakelt werden, also nicht nur von der Oberseite, sondern auch von der Unterseite, um die entsprechende Füllung zu erreichen. Und wenn ich die Unterseite rakeln möchte, da möchte ich ja nicht so viel Lötdepot aufbringen wie auf der Oberseite. Dafür sind die beiden rechten Beispiele hier gedacht. Also entweder ich lasse hier einen Steg frei oder ich lasse komplett ein Kreuz frei, dass das Ganze nicht aufschwimmt und tue von unten meine Leiterkarte rakeln und kann sie dann oben mit der normalen Öffnung noch zusätzlich rakeln und bekomme dann ein perfektes Ergebnis für die Füllung. So, jetzt haben wir das alles berechnet. Jetzt können wir uns den eigentlichen Prozess der THR-Lötung anschauen. Und der funktioniert nicht großartig anders wie beim oberflächenmontierten Bauteil auch. Sie haben als erstes den Pastendrucker. Die Paste wird auf die Leiterkarte aufgedruckt, wie wir es gerade eben gesehen haben, mit unserer größeren Öffnung in unserer Schablone. Dann haben wir eine Inspektion. Das kann eine Inspektion sein durch Menschen, die da sitzen und das kontrollieren. Das kann natürlich auch eine automatische optische Inspektion sein. Dann kommt unsere Pick-and-Place-Maschine, unser Pick-and-Place-Roboter, der die THR-Bauteile aus dem Gurt entnimmt, zusammen mit den SMT-Bauteilen auf der Leiterkarte dann platziert. Und dann gibt es noch einen Arbeitsschritt des Manual Placement. Es kann auch größere THR-Bauteile, stellen Sie sich mal einen 12-poligen Stecker vor. Da wird es schwierig, den in den normalen Gurt reinzubekommen. Deswegen muss der vielleicht noch von Hand gesetzt werden. Das passiert dann an dem Punkt Manual Placement. Und dann kommt unser Reflow-Ofen, durch den dann die Leiterkarte durchgeschoben wird, wie im SMT-Prozess auch. Und danach kann sie nochmal inspiziert werden, ob alles richtig funktioniert hat. Ein EOI nochmal das Lötergebnis kontrollieren und eventuell gereinigt werden, die Leiterkarte. Die Prozesse im Einzelnen nochmal hier, der Pastendrucker, kennt man von der SMD-Linie, funktioniert genau gleich. Nur, dass ich eben, wie man sehen kann, ein bisschen ein größeres Loch hier oben habe für meine Schablone. Dann rakel ich hier drüber. Durch das Rakeln bringe ich etwas Lotpaste in mein VIA ein. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht zu viel Lotpaste im VIA drin habe, damit sich unten kein Lötpunkt bildet. Das sollte nicht passieren, weil wenn ich jetzt dann meinen Pin reinstecke, dann würde ich die Lotpaste wieder nach unten durchdrücken. Und wir haben ja vorher gelernt, das müssen wir vermeiden. Deswegen sind ja auch unsere Pins etwas kürzer.
Ja, dann wird der Pin hier reingesteckt und das Bauteil wird im Reflow-Ofen verlötet und im Idealfall sieht das Ergebnis wie auf der rechten Seite hier aus. Ich habe eine schöne Füllung innerhalb von meinem VIA und oberhalb meines Bauteils hat sich ein schöner Lötmeniskus gebildet, wie man ihn vom THT-Löten, vom Wellenlöten auf der anderen Seite kennt. Und das Ganze kann man natürlich mit einer Kamera nun kontrollieren und das ist ein optimales Lötergebnis für THR. Ja, die Pick-and-Place-Maschine kann bestimmte Gurtbreiten aufnehmen. Wie gesagt, es kann vorkommen, dass ein Stecker mal zu breit ausfällt, der dann eben noch von Hand gesetzt werden muss. Aber die meisten Bauteile können, die meisten THR-Bauteile können Automaten bestückt werden, sind dafür extra ausgelegt. Ja, wie funktioniert das beim Stecker, wo ich Pins in der Mitte habe? Da muss ich halt eine entsprechende Kappe anbringen. Diese Kappe besteht ebenfalls aus LCP, weil es muss ja auch wiederum temperaturstabil sein für unseren Reflow-Ofen. Und an dieser Stelle vielleicht die kurze Anmerkung, deswegen kann natürlich auch ein THR-Bauteil nicht zum gleichen Preis verfügbar sein wie ein Standard-THT-Bauteil. Wir haben teurere Kunststoff, den wir einsetzen müssen. Wir haben eine zusätzliche Kappe, die wir brauchen, die wir beim THT-Bauteil nicht brauchen. Dadurch wird das Bauteil selbstverständlich teurer und es muss ja auch gegurtet werden, was auch wiederum zu höheren Kosten führt. Aber wenn Sie mal überlegen, dass man sich dann dafür auf der anderen Seite die komplette Wellenlötung oder Selektivlötung sparen kann, dann macht es dennoch Sinn, auf diese THR-Bauteile zuzugreifen. Aber bitte wundern Sie sich nicht, wenn der Preis deutlich höher ist als bei einem Standard-THT-Bauteil. Und es kommt natürlich auch auf die Maschine an, welchen Gurt sie aufnehmen kann. Es gibt Pick-and-Place-Maschinen, die sehr breite Gurte fassen können, andere wiederum weniger breite. Das muss man dann jeweils bei der Produktion entscheiden, ob das Bauteil gegurtet, geliefert wird oder dann eben dann doch von Hand bestückt wird. Dann fahren wir in unseren Reflow-Ofen. Dort haben wir ein Standard-Reflow-Profil, wie Sie das auch von unseren oberflächenmontierten Bauteilen kennen. Es ist genau dasselbe Profil mit denselben Anstiegszeiten. Und auch hier ist es so, dass je nach Größe des Bauteils die Peak-Temperatur variieren kann zwischen 250 und 260 Grad oder 245 und 260 Grad, wie man es auf der Tabelle sehen kann. Ganz genau gleich wie bei SMT-Bauteilen. Und für die optimale, ja, für das optimale Lötprofil natürlich das größte Bauteil nehmen und das Lötprofil vom größten Bauteil mit dem Lötprofil des kleinsten Bauteils auf der Leiterkarte vergleichen und die versuchen, sich anzunähern, dann haben Sie das optimale Lötprofil für Ihre Karte gefunden. Danach wird das Ganze gelötet im Ofen und zum Schluss noch inspiziert. Hier haben wir mal ein Schliffbild von einer THR-Lötung und da sehen wir, die ist nicht so sonderlich gut gelungen. Auf der linken Seite ist es sehr gut angebunden, auf der rechten Seite fehlt mir jede Menge Lötzinn. Das ist also kein besonders gutes Ergebnis. Aber was ist ein gutes Ergebnis? Wie muss ein Ergebnis aussehen? Wie sind eigentlich die Qualitätsanforderungen der IPC? Die nochmal kurz auf den nächsten beiden Folien. Da haben wir einmal die Qualitätsanforderungen an nicht geplatete Vias und das ist in unserem Fall ja nicht der Fall. Wir haben ja ein geplatetes Vias. Das wäre jetzt also die Anforderung ja im Prinzip für ein THT-Bauteil. Da brauche ich einen Lötmeniskus, der mindestens 270 Grad beträgt. Bei Class 1 und Class 2 Applikationen, bei Class 3 muss er 330 Grad betragen und die Füllung muss mindestens 75% bei allen drei Klassen betragen. Aber für uns, wie gesagt, weniger interessant. Wir haben ja ein geplatetes VIA und dafür gilt diese Tabelle. Und da bildet sich der Lötmeniskus, wie ich Ihnen vorher schon erzählt habe, eben nicht unterhalb von der Leiterkarte, sondern oberhalb von der Leiterkarte. Unterhalb muss er nicht vorhanden sein, deswegen 0 Grad Solder Destination Pad. Auf der Oberseite der Leiterkarte brauchen wir bei Class 1 Applikationen mindestens einen Radius von 270 Grad. Eine Umringung, muss man sagen, von 270 Grad. Und bei Class 2 Geräten ebenfalls, bei Class 3 Geräten muss der bereits 330 Grad betragen. Und was noch wichtiger ist, die Füllung in unserem VIA selbst. Die Füllung ist bei Class 1 Geräten überhaupt nicht definiert. Also da reicht es, wenn das Produkt irgendwo mit Lötzinn irgendwie an die Leiterkarte angebunden ist, weil ja auch die Funktion nicht sicher und dauerhaft gewährleistet werden muss. Aber bei Class 2 und Class 3 Applikationen sind 75% Füllung im VIA gefordert. So sieht sowas aus. Der obere ist 100% gefüllt, der untere 75%. Also eine 100% Füllung ist sehr schwierig zu erreichen, zumal sich ja auch kleine Lufteinschlüsse meistens noch in der Lotpaste befinden. Das wird also selten der Fall sein. Aber die 75% sind mit den Modifikationen, die wir uns vorher angeschaut haben, problemlos möglich normalerweise.
Hier nochmal in groß, oben die 100% Füllung, unten die 75% Füllung. Und da sehen Sie auch, dass sich der Meniskus hier nicht auf der Unterseite befindet. Hier hat sich keiner gebildet. Hier sieht das Produkt sogar aus, als wäre es nicht vernünftig verlötet. Ist es aber dennoch, weil das Via zu 75% gefüllt ist und ich oben einen sauberen, deutlichen Lötmeniskus habe, der mir meinen Pin auch festhält. Dadurch sind die Haltekräfte gegeben, dadurch ist die IPC erfüllt und dadurch ist das Lötergebnis optimal. Im Schliffbild mal gezeigt, sehr schöne Lötergebnisse. Da sehen wir jetzt, wie der Pin hier auf beiden Seiten sehr, sehr sauber angebunden ist. Hier unten sehen wir so einen kleinen Lufteinschluss noch mit drin. Ja, da haben wir vielleicht eine Füllung von 80, 90%, aber immer noch ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Und da habe ich jetzt mal ein paar Beispiele auch noch für Sie mitgebracht, ja, wo wir unterschiedlich sehen können, wie sowas sich gestalten kann, wenn eben ja die Parameter nicht richtig eingestellt wurden. Da habe ich mal eine Frage an Sie, sind diese Beispiele IPC-konform? Sie können die Frage nicht beantworten, weil Sie natürlich nicht mit dem Mikrofon freigeschalten sind. Deswegen mache ich es selbst. Nein, sind sie beide nicht. Also das linke Bild hat natürlich viel zu wenig Füllung auf der rechten Seite. Da erfüllen wir die 75% nicht. Deswegen nicht IPC-konform. Und beim rechten Bild ist es so, dass die Größe des Vias, das Volumen des Vias viel zu groß gewählt wurde im Vergleich zum Volumen vom Pin. Deswegen ist auch diese Applikation nicht IPC-konform. Noch ein paar weitere Beispiele, wie so eine THR-Lötung aussehen kann. Hier sehen Sie ja eine relativ schöne Lötung. Auf dem nächsten Bild können wir hier eine nicht so toll ausgeführte Lötung erkennen. Sie müssen sich vorstellen, das ist der Pin, der in unsere Leiterkarte geht. Das sind unser Kupfer in der Leiterkarte, das angebunden werden soll. Auf der rechten Seite sehen wir hier ein tolles Lötergebnis. Da hat sich unser Lötzinn fein dazwischen geschoben. Also hier haben wir eine tolle Anbindung von oben bis unten. Auf der linken Seite haben wir leider gar keine Anbindung. Also dieses Bauteil ist auch nicht optimal gelötet. Im nächsten Bauteil sehen wir das gleiche nochmal mit dem sogenannten Lunker. Dieser Lunker ist ein Lufteinschluss, der sich in unserer Paste befindet. Deswegen sollte man die Paste vielleicht vor dem Rakeln auch ja nochmal konditionieren, um möglichst wenig Lufteinschlüsse zu generieren während des Lötvorgangs. Und zum Schluss hier auch nochmal ein optimal gelötetes THR-Bauteil. Hier sehen Sie jetzt wunderbar unseren Pin hier drin und links und rechts eine perfekte Anbindung. Das ist also wirklich eine 100% Anbindung, wie man sie selten erreichen kann. Aber auch das ist im THR möglich. Also Sie kriegen die genauso große mechanische Stabilität an Ihrem Bauteil, als wäre es ein THT-Bauteil, welches Sie mit der Welle gelötet haben. Kommen wir zu den Vorteilen der THR-Lötung. Ja. Mechanischer Stress ist genauso gut, habe ich gerade schon erzählt. Also die mechanischen Haltekräfte sind genauso hoch als bei einem THT-Bauteil. Und das ist natürlich sehr wichtig, besonders wenn Sie von außen, wenn von außen irgendwas gesteckt wird, wie bei End-User-Interfaces, ich sage jetzt zum Beispiel mal RJ45, wenn Sie da so ein Kabel reinstecken, was noch eine aktive Verriegelung hat und rütteln und reißen da ein bisschen an der Leiterkarte rum, dann ist schon von Vorteil, eine mechanische Stabilität zu haben. Und die ist halt deutlich höher, wenn ich Durchsteckbeinchen habe, als wenn ich das Bauteil nur Oberflächen montiert habe. Ja, ich kann es genauso wie ein oberflächenmontiertes Bauteil im Reflow-Ofen verarbeiten und brauche eben keinen zusätzlichen Produktionsschritt mehr. Die Wellenlötung oder die Selektivwellenlötung muss nicht mehr stattfinden. Das erspart mir natürlich jede Menge Zeit und wenn ich mir Zeit einspare, weiß jeder, dann spare ich mir auch Geld. Deswegen die Zusammenfassung, ja, was müssen wir machen? Wir müssen die Bauteile verändern, das Material, das Gehäuses, der Steckverbinder muss geändert werden und auch die Standoffs müssen da sein. Die Pins müssen verkürzt werden. Dann haben wir eine kombinierte Vorteile von SMT und THT. Wir können das Ganze im Reflow-Prozess löten und dadurch den Verarbeitungsprozess optimieren und das Ganze spart uns Zeit und Geld. Und jetzt möchte ich mich nochmal entschuldigen für die technischen Probleme, die wir hatten während unseres Webinars und freue mich jetzt sehr auf Ihre Fragen, die wir haben. Und ich hoffe, dass Sie den Rest jetzt dann doch noch sehr gut mitbekommen haben, werde jetzt meine Kamera wieder aktivieren und bin sehr gerne für Ihre Fragen da. Ja, erstmal auch nochmal vielen Dank dir, Stefan, für deine Präsentation und auch für deine schnelle Reaktion. Ja, so ist das eben manchmal im digitalen Zeitalter. Da will doch die Technik nicht so wie man selbst. Auch von meiner Seite nochmal ein, Entschuldigung dafür.
Aber wie angesprochen, möchten wir uns nun Ihren Fragen stellen und ich sehe auch, es sind schon während dem Webinar ein paar Fragen gekommen. Genau, diese können Sie uns jetzt auch über die Chat-Funktion stellen. Dann, Stefan, starten wir gerade mal rein. Kann ich auch in der Dampfphase THR löten? Müssen hier Parameter geändert werden? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also grundsätzlich ist eine Dampfphase ja auch ein Reflow-Lötverfahren. Gut, es gibt Dampfphasen, die in der Linie arbeiten und es gibt Dampfphasen, wo die Leiterkarten mit dem Rahmen eingeführt werden müssen. Aber dennoch können Sie genauso THR-Bauteile in der Dampfphase verarbeiten, sowohl wie auch im Reflow-Ofen. Da würde ich dasselbe Dampfphasenprofil anwenden, wie Sie für die SMT-Bauteile auch haben. Und damit lässt sich THR auch wunderbar in der Dampfphase verarbeiten. Funktioniert ohne weiteres. Alles klar, vielen Dank dir. Dann Sehr gerne. kommen wir gerade zur nächsten Frage. Stefan, wo gibt es denn die Excel-Datei zur Berechnung der Schablonenöffnung? Die stellen wir gemeinsam mit der Präsentation als Download-Link gleich zur Verfügung. Die können Sie also zusammen mit der Präsentation gleich runterladen, dann haben Sie das direkt zur Verfügung und müssen die einzelnen Parameter nicht selbst berechnen. Genau, da kommen wir nochmal im Nachgang mit einer E-Mail auf Sie zu. Da finden Sie den Link zur Aufzeichnung und auch zu der Präsentation und zu der Excel-Datei. Genau, der Dann, Schablonenrechner ist dann da mit dabei. genau. So, dann zur nächsten Frage. Kann auch ein Bauteil mit vergoldeten Pins THR gelötet werden? Theoretisch ja, wenn man die anderen Parameter alle beachtet, ist es aber nicht zu empfehlen. Vergoldete Pins benetzen nicht so schnell wie verzinnte Pins. Und im Reflow-Ofen habe ich einfach nur eine bestimmte Zeit um den Lötvorgang vernünftig zu gestalten. Und deswegen sollte das Bauteil möglichst schnell benetzen. Und das passiert bei vergoldeten Pins nicht so schnell wie bei verzinnten Pins. Deswegen ist es empfehlenswerter, verzinnte Bauteile da dafür einzusetzen. Alles klar. So, währenddem wir uns jetzt die nächsten Fragen anschauen, nochmal der Hinweis, falls wir jetzt im Live-Webinar nicht dazu kommen, Ihre Fragen zu beantworten, werden wir diese im Nachgang noch per E-Mail beantworten. Das heißt, Sie bekommen auf jeden Fall eine Antwort von uns. Und falls Sie im Nachgang nochmal eine Frage haben, auch gerne an unsere E-Mail-Adresse webinarteam@we-online.com. So, dann zur nächsten Frage. Ist eine Robotersteuerung Class 2 oder Class 3? Das kommt ein bisschen darauf an, was Sie mit diesem Roboter machen. Also wenn der Roboter sich irgendwo bewegt, wo Menschen sind zum Beispiel, dann ist es auf jeden Fall ein Class-3-Produkt, weil sollte der Roboter Bewegungen machen, die er normalerweise nicht machen darf, also sprich elektronisch irgendwas ausfallen, dann wäre das ja sicherheitsrelevant in diesem Falle. Ist der Roboter allerdings irgendwo eingesperrt und kann ja niemanden verletzen und kann auch nichts groß beschädigen, dann kann es auch sein, dass es ein Class-2-Gerät ist. Das muss man von Applikation zu Applikation tatsächlich betrachten. Alles klar. Dann zur nächsten Frage. Sind alle THR-Bauteile Tape on Reel verpackt? Man versucht größtenteils die THR-Bauteile Tape and Reel zu verpacken, aber ich habe es auch schon während der Präsentation mal kurz angesprochen. Es kann natürlich sein, wenn Sie einen sehr hochpoligen Steckverbinder haben, also einen 10- oder einen 12-poligen Steckverbinder, der hat eine Länge von, ja, ich sag mal 10 cm oder noch mehr. Und das kann natürlich nicht mehr automatisch bestückt werden, weil es so breite Gurte und so breite Gurtaufnahmen für die Bestückungsmaschinen einfach nicht gibt. Von denen her sind wir da etwas limitiert mit der Breite des Bauteils. Es gibt auch THR-Bauteile, wenn sie dann zu breit sind, die dann von Hand bestückt werden müssten, weil sie einfach nicht mehr technisch in den Gurt reinpassen. Alles klar, vielen Dank dir. Dann Gerne. kommen wir gerade zu einer weiteren Frage hier. Woran erkenne ich, dass ein Bauteil Reflow lötbar ist? Ja, erstens einmal, wenn Sie das Kunststoffmaterial anschauen, das Kunststoffmaterial muss für einen Temperaturbereich beim Löten für 260 Grad ausgelegt sein. Also Kunststoff kann entweder LCP sein oder ein hoch
Temperatur, Polyamid. Das ist schon mal wichtig. Und dann sehen Sie auch noch, dieses Bauteil muss unbedingt die Standoffs aufweisen. Also sprich nicht direkt auf der Leiterplatte aufliegen, sondern diese kleinen Nasen unten haben, damit ich eben diesen Airflow, also diese Luftzirkulation unterm Bauteil gewährleisten kann während des Lötvorgangs und sich das Bauteil nicht verziehen kann. Deswegen brauche ich unbedingt diese Standoffs. Also ich sehe es am Bauteil, wenn diese Standoffs vorhanden sind und das Kunststoffmaterial schwarz ist, LCP ist eigentlich meistens schwarz, dann ist es schon sehr wahrscheinlich ein THR-Bauteil. Das Bauteil ist THR geeignet. Zur Not können Sie natürlich beim Hersteller des Bauteils jederzeit nachfragen, ob dieses Bauteil auch für THR-Lötung geeignet ist oder nicht. Der wird Ihnen auf jeden Fall die richtige Auskunft geben können. Wenn Sie sich nicht sicher sind, einfach beim Hersteller nochmal kurz Rücksprache halten. Alles klar. Vielen Dank dir. Ja, dann in Anbetracht der Zeit ist unser Webinar nun auch schon beendet. Es sind jetzt noch ein paar Fragen offen. Wie angesprochen, werden wir im Anschluss gerne auf diese per E-Mail zurückkommen und Ihnen direkt antworten. Dann schon einmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass Ihnen unser Webinar trotz der technischen Störung gefallen hat. Genau, und auch nochmal einen großen Dank auch an dich, Stefan, für deine Präsentation. Dankeschön. Also auch von meiner Seite nochmal großes Dankeschön fürs Zuhören und auch für die Geduld während der technischen Störung. Es tut uns sehr leid. Ich hoffe, Sie haben trotzdem Spaß gehabt und haben ein bisschen was mitnehmen können heute. Dankeschön. Genau, dann hören und sehen wir uns hoffentlich bei unserem nächsten Webinar wieder und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis bald.